Und es ist ein bisschen merkwürdig, dass das Erz verschwindet, wenn ich am Dings stehe, wenn ich in der Sonne stehe, aber an der Mondoberfläche bleibt es einfach da, nicht? Das ist nicht besonders intuitiv. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Stationeers hier wieder auf meiner Singleplayer-Welt und es ist noch Nacht, ich wollte nicht bis Tag warten, aber es dauert nicht zu lange. Wir bereiten schon mal was vor, dass wir nächste Folge nochmal zwei Solarpanel anklemmen können. Und dann haben wir hoffentlich dann genug Solarstrom da, um all möglichen Blödsinn zu machen. Das wäre mal so ein bisschen das Ziel. Und dazu, wenn wir erstmal hier ganz kurz ein paar neue Sachen anklemmen. Das ist Typ 1, genau. Zack. Und zack. Und dann werden wir dort dann einmal die neuen Dinge anbringen. Und darauf kommen die neuen Solarpanels. Ich brauchte, glaube ich, für das Gerät noch ein bisschen Gold, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Wegpacken, halt, wegpacken und wegpacken. Ich werde mal ganz kurz die Iron Sheets hinpacken, temporär, dass ich dann die Kabel schon mal neu verlegen kann. Denn die braucht sie dann auch gleich. Alter. Zack. 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 Und zack. So. Das Stromkabel, was ich anklemmen möchte. So, ohne Solarpanel wird es sowieso nichts. Aber wir können schon mal hier. Ups. Das mal kurz weg. Im Grunde müssen wir nur die beiden hier austauschen, eigentlich. Dann geht es ja schon. Wir klemmen einfach den ab. Und den da ab. Und wir setzen jetzt durch neue Kabel. Hier ein Vierfachkabel. Und dann dreifachen. Logisch, dass wir nicht ran, weil es wäre ja zu einfach sonst. Da. Müssen wir da drüben nur die Solarpanel anklemmen, dann haben wir auch schon dann die Solarpanel am Start und können dann viermal so viel Strom produzieren wie vorher. Das ist schon mal ein guter Anfang. Platten gehen erstmal wieder zurück. Die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Und wir können die Platten wieder abreißen hier. Zack. So, und dann die Platten einmal wieder zurück ins Lager. So, Hydroponics und Air Conditioner brauchen wir gerade noch nicht. Das ist noch nicht wirklich brauchbar. Ducktapes und Reparaturen sind noch nicht notwendig. Wir können dann mal dezenterweise uns darum kümmern, den noch ein bisschen Erz zu sammeln, tatsächlich. Wo schon mal da sind. Und zwar haben wir kein Gold mehr und kein Eisen mehr. Kupfer, gut, Kupfer können wir noch mitnehmen, da haben wir einen Stack voll noch. Und brauchen tun wir es ja auch relativ häufig. Kohle sollten wir uns auch irgendwie so aufheben, weil wir sie für Stahl brauchen. Dementsprechend ist der Generator nochmal deutlich schlechter. Ich kann mal später noch irgendwelche brennbaren Materialien anbauen oder so, irgendwelches Holz oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber aktuell ist es eher Blödsinn mit dem Kohlegenerator. Gerade wenn du halt eben nicht massiv Kohle über hast. Hier ist auch mal nichts mehr. Dann schauen wir doch mal weiter. Das ist Kohle.
wir so einen Stack Kohle über haben, weißt du? Das wäre vielleicht schon mal sinnvoll. Okay, tust du erstmal nichts weiter. Hier ist keine weitere Kohle mehr drin. Bei dir da ist das. Das ist Blei, ne? Das war Blei. Ein bisschen volatiles Eisen noch mitnehmen. Da haben wir noch ein bisschen Luft, genau. Da ist noch ein bisschen Eisen, perfekt. Nicht die Welt, nicht die Basis aus den Augen verlieren, das wäre ungünstig. Nochmal normales Eis. Okay. So weit, so gut. Erstmal eine Basis. Ein bisschen mehr Gold wär noch sinnvoll. Sauerstoff ist noch, ja, noch über die Hälfte voll. Aber die Filter, ne? Ich glaube, die Filter werden langsam problematisch. Ne, auch noch die Hälfte, das passt. So, noch ein bisschen mehr Eisen. Nix, da ist die Basis. Noch mehr Kohlen. Okay. Das soll reichen an Kohle. Noch ein bisschen Kupfer, noch ein bisschen Gold und dann haben wir es eigentlich. Drei, hier ist noch ein bisschen was. Nehmen wir mit. Größere Brocken. Zehn Gold habe ich jetzt. 20. Und das war es auch schon wieder mit dieser Ader hier. Hinter dem Hügel müsste unsere Basis liegen. Genau. Das war Kobalt. Ein bisschen Eisen. Na, okay. Und da sind wir voll. Kein Platz mehr für das Eisen. Okay. Irgendwo Gold rumzulegen vielleicht? So ein bisschen was? Sieht aber erstmal nicht so aus. Nee. Das ist Uran da, oder? Jupp, das dürfte Uran sein, okay. Silber.
Noch mehr Eisen dort. Nee, das ist Gold. Das ist Gold. Das ist Gold, was so schön glänzt. Und es wird Tageslicht. Das heißt, unsere Batterien laden sich wieder auf. Und wir haben dann hoffentlich jetzt genug Strom, um nochmal zwei Solarpanel an unsere Decke zu ballern. Um dann wirklich komplett genug Strom zu haben, um vernünftig arbeiten zu können. Tagsüber zumindest. Und dann brauchen wir Stahl, dann machen wir eine Stationsbatterie und dann haben wir auch dann nachts über noch Strom und fertig. Laut Beschreibung im Handbuch allerdings hat die Batterie einen unbegrenzten Output, das heißt also eventuell könnten da Kabel durchbrennen. Also wir bräuchten dann auch die fertigen Kabel, zumindest bis wir so einen Umwandler kriegen oder sowas. Da gibt es ja, habe ich schon gesehen, so Umwandler gibt es da, die entsprechend dann den Strom umwandeln können in Niedrigstrom. Oder halt eben regulieren können. Aber mal schauen. So. Status hier. Lädt sich auch so. Hier mal abschalten. Die Batterie lädt sich. Was fehlt dir jetzt? Eisen. Es fehlt Eisen, okay. Habe ich Eisen weggepackt? Nee, habe ich verbraucht, ne? Dann los. Dann einmal das Gold hier rausnehmen. Überstecken. Und das Eisen reinlegen. Und mal brutzeln lassen. Wie viel Eisen fehlt denn? Es fehlt... Das müsste reichen. Zack. Ja, das reicht auf jeden Fall. Eisen rein und dann einschalten. Drucken. Wir können dann gleich zwei machen. Guck mal, es reicht sogar direkt für zwei. Sehr schön. Da ist das erste. Und da kommt das zweite hinterher. Perfekt. Und das noch bevor die Sonne ganz oben steht. Super. Perfektamento. Dann einmal aufs Dach steigen. Und jetzt einmal dort ran. Einmal dort ran. Glas holen. Und fertig. Jawohl. 70%, 71%, die arbeiten gerade mit voller Leistung. Die Leistung steigert sich sogar gerade noch. Und hier lädt jetzt gerade der Strom auf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Sehr schön. Einmal die Batterie rausholen. Und die kurz wegpacken. Nee, warte. Tauschen. Und rein. So, zack. Und jetzt gibt er da auch ordentlich Saft. Jetzt können wir hier dann auch dann noch ein bisschen mehr Eisen durchschmelzen. Das müsste jetzt sogar noch laufen. Ich schalte mal ein. Und, jawohl, wir liefern genug Strom, dass sich die Batterie lädt und gleichzeitig auch das Ding betreibt. Sehr schön. Das ist doch schon mal ausgezeichnet jetzt. Und dann sollten wir auf jeden Fall auch genug haben, denke ich mal, um zumindest ein bisschen Stahl zu machen im Arc Furnace dann. Den müssten wir jetzt dann hier drüben machen, in dem Gerät. Den Furnace, so rum. So, das Furnace-Kit braucht dann Eisen und Kupfer. Dann ziehen wir ganz kurz hier den Spaß raus. Obwohl, können ja einfach mal... Ja, da hat er das Eisen durchgeballert. Sehr schön. Oh, wie lecker das ist. Das reicht aber nicht, oder? Das reicht, glaube ich, nicht ganz. Ja, dann haben wir hier kurz rausziehen. Ah, ja. Und dann einmal... reinpacken. Hier, komm, lappen die Batterie mit auf. So, fertig. Und gerade genug. Nice. Arc Furnace wird gebaut. Und wir laden immer noch genug Strom. Unsere Stromproduktion ist immer noch schnell genug. Gute Sache. Die Batterien sind voll. Ich könnte sogar die mal rausziehen hier gerade. Und dann das so tun.
Ja, jetzt lädt die sich auf und die sich auf und alles. Ach, das ist lecker. Sehr, sehr lecker. Cool. Das ist ausgesetzt. So will ich das haben. Und gleichzeitig noch den Furnace gebaut. Na, das ist doch superb. Letztlich immer noch. Okay. Gute Sache, das. Jetzt voll? Nee, noch nicht ganz. 43%, okay. Okay, dann können wir den Furnace dann aufstellen. Und der braucht auch Gas, ne? Brauchte der auch Gas oder nur Temperatur? Muss ich kurz gucken. Der braucht, glaube ich. Der macht, glaube ich, Abgase, aber ansonsten nichts, glaube ich, ne? Stil. Genau, wir müssen oben mussten wir dieses komische Eis ranpacken und so weiter, aber das war egal. Steht in Ingots. Furnace, Smelting, Eisenerz, Ratio 1 zu 1. Genau. Eisoxid und Eisvolatiles schmelzen und dann kriegen wir das notwendige Gas dafür. Genau. Ja, das ist richtig. So muss das sein. Und dann einfach das Zeug rein und fertig. Genau, drei Eisen zu einer Kohle. Cool. Oh, wir brauchen Eisenerz dafür, nicht Eiseningots. Da müsste man Eisen holen gehen gleich. Der Furnace. Wir haben unseren Furnace am Start. Den packe ich dann mal hier hin, wa? Genau, dann ist da der Output, das passt. Achso, unten ist der Output auch, ne? Das war wieder. Ach, der braucht gar keinen Strom, ne? Der braucht ja gar keinen Strom. Stimmt, da war ja was. Ja, wenn die Luft stellen? Offensichtlich, wa? Oben Daten. Das ist ja noch besser. Der braucht ja gar keinen Strom, der Kollege. So. Und wir werden gleich Eisenplatten brauchen. Okay, das ist hier gerade blöd. Sekunde. Einmal kurz austauschen. Den Rucksack. Winkelschleifer. Ich brauche die Crowbar. Dann packen wir den hier drüben rein. So. Ups. Mal hier so hin. Ja, dann komme ich da auch dann wunderbar drauf und kann mich dann auch entsprechend umschauen. So, wir brauchen jetzt zum Dings vermutlich die Eisenplatten und die Dings, ne? Wrench. Wrench und Iron Sheets. Licht an. Eisenplatten. Okay, dann brauchen wir jetzt die Welding Torch und Iron Sheets. Das war zu erwarten. Das war's schon. Wir sind schon fertig. Okay. Und jetzt kann ich da drin Stahl machen. Muss dazu jetzt logisch, dass wir noch ein bisschen Eisen sammeln gerade. Eisenplatten gehen wieder ins Lager. Den Rucksack ganz kurz einmal umtauschen. Und den Bohrer in die Hand nehmen. Und dann einmal ein wenig Eisen sammeln gehen. Und dann gibt es gleich Batterien.
Als nächstes kommen dann die Stationsbatterien. Die klemme ich dann oben zwischen die Powerstation. Logischerweise, denke ich mal, ja. Also die Ladepanel gehen dann direkt in die Batterie und die Batterie geht dann in die Powerstation. Die Frage ist halt eben, ob mir dann ein Kabel durchschmilzt. Vermutlich tut es das. Ich werde dann aber das Heavy Coil brauchen bis zur Powerstation. Ich hoffe, dass dann die Powerstation selber in der Lage ist, einfach nur normalen Belichtung rauszugeben. Ansonsten wird wahrscheinlich irgendwo ein Stück Kabel durchbrennen. Das werde ich aber dann sehen, denke ich mal. 16 Eisenerz. Hier wird noch ein bisschen mehr. Volatile habe ich noch da, aber ich könnte mal. Gut, können wir noch mal einen gönnen hier. Zack. Power low. Ja, Strom ist gerade unser geringstes Problem. Danke. Ach, warte mal, habe ich nicht gerade die. Ich habe gerade die Billigbatterie drin. Ja, okay. Gut, wir sind sowieso voll. Ab nach Hause. Gleich haben wir eine Batterie und die macht dann viel Spaß und dann haben wir ohne Ende Strom. Wupp, wupp. Und ich könnte auch mal die Solarpanel einfach mal flach hinpacken, oder? Ich brauche im Grunde brauche ich gar keine Wand. Ja, im Grunde ist es ja Blödsinn. Oder? Okay, warte, lass uns mal ganz kurz hier jetzt Stahl herstellen. Dazu brauchen wir. Wie war die Ansage? 1 zu 2. Ein Oxid, 2 Volatiles. Dann machen wir mal. Wir gucken mal, wie wir damit kommen. Das heißt. Split 1. Und dann. Split one. Hä? Achso. Weiß nicht, die Hand hatte. Danke. Okay. Das da rein. Aktivieren. Oh ja, richtig, Entschuldigung. Das vergessen wieder. Einmal da die Batterie rausnehmen hier. Austauschen. Und volllaufen lassen. Abschalten gerade. Muss ja gerade nicht laden. Jawohl. Und jetzt einmal den rein. Aktivieren. Kilopascal und sinkend. Und jetzt die Kohle da rein und Eisen. Das heißt. Eins, zwei, drei und eins. Da ist sie. So, dann Kohle rein. Aktivieren. Andersrum. Das Eisen rein. Oh, dann sind wir direkt drin, ne? Na gut. Na? Will er nicht? Ist zu wenig? Okay, es reicht nicht. Es reicht nicht. Der braucht nämlich Furnace Tier 1. 900 bis. Wir brauchen 900 Kelvin. Wir haben nur 262 Kelvin. Okay. Einmal leer machen. Zelt da rausholen.
Und jetzt nochmal mit dem Eis arbeiten. Das heißt, Gürtel auf, Mining Belt, das wieder da drauf ziehen. Und 1, 2, 3, 4. Und 1, 2. Okay, dann los. Das Zeug rein und das Zeug rein. Temperatur steigt. Achso, scheiße. Wird direkt durch, ne? Ups. Bearbeiten. Activate. Activate. Und jetzt die Jungs. Activate. Activate. Der Druck steigt, aber die Temperatur steigt nicht. Okay, das ist ein Problem. Dann doch Strom oder was? Aber wo geht denn jetzt der Strom ran? An das Gerät. Da. Hat doch keinen Anschluss. Okay. Der Furnace. Du, das heißt, Temperatur, bla bla. Der Furnace. Ich wollte das Personal Fenster, wir gerade der Furnace connected to Liquid Pipe Network. Base Power Usage 5 Watt. Das heißt, der nimmt Strom. Aber woher? Wo ist denn jetzt der Stromanschluss hier bei dem Gerät? Das ist das Gasmixer und das ist der Wasserabfluss. Wo kommt denn hier der Strom rein? Ich habe keine Ahnung, wo hier irgendwie Strom rankommen sollte. Ich habe es ja im Tutorial schon gemacht, aber ich glaube, da war der Strom direkt schon vorgegeben oder so. Ach, da oben. Da oben ist der Port. Okay. Also Navigation in der Mondgravitation ist. Mann, jetzt fick dich doch am Arsch. Meine Güte, es ist ja unglaublich. So, wir brauchen den Bogen. C. Jetzt hüpft er da nicht wieder runter. So, und dann am Bogen runter. C. Gerade. Das ist hier seine. Okay, das geht nicht, weil er keinen Support hat, ne? Hier müsste jetzt eine Wand hin tatsächlich, dass er da arbeiten kann. Okay. Dann los. Einmal den Wirecutter dahin.
Abtrennen, abtrennen. Wich, wich. Angel Grinder und Crowbar. Okay. Dann machen wir das jetzt eben so. Dann jetzt die Wrench. Nein, Wrench. Und das Schweißgerät wieder. Und jetzt einmal den Kollegen und die Wirecutter. Placement ist blockt. Okay, 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 warte. Machen wir das nochmal anders. Der Strom geht hier raus. Nee, warte, lassen wir hier, wie es ist. Und machen stattdessen lieber da den Sting weg. Jetzt hat wieder keine Metallplatten auf der Tasche. Ach, leck mich doch im Arsch. Mann, ist das eine Scheiße hier. Die Dinger nicht ab und weil die Metallplatten fehlen. So. Dann jetzt einmal hier die Metallplatten hin. Dass ich da dann das Kabel abnehmen kann. Dass ich jetzt hier. Das Kabel aufnehmen und neu platzieren kann. Nicht Eis rum. T-Stück. Genau. Da so ein Bogen ran. Und da kommt dann jetzt dann der Furnace ran. Okay. Jetzt nochmal den Cutter. Und den die Crowbar. Und jetzt den wieder weg. Aufheben, platzieren. Dankeschön. Darüber. Wrench. Und das Schweißgerät. Okay. Dann einmal die Crowbar. Das Ding wieder weg. So. Nicht besonders super schön, aber was willst du machen? Du wieder weg. Du erstmal weg. Jetzt da hinten nicht immer Eis rum, das nehmen wir mit. Also einmal Eis und dann einmal Volatiles. Hallo?
Wo geht denn mein Eis hin? Hallo? Hallo? Ich glaube, jetzt gerade Buggy. Sekunde. Save as of the Save Worlds. Override. Und dann einmal zum Test. Nee. Scheiße. Der hat sich gerade was festgefressen. Der hatte da gerade irgendwie dummerweise der, war der Meinung, er müsste dort einmal Spaß machen und die gesplitteten Sachen verschwinden lassen. Das war nicht so geil. Okay. Wir starten nochmal neu, gucken, ob wir dann eventuell dann die Sachen wiederkriegen. Ich meine, es war jetzt nicht nichts teures Zeug, aber es ist halt schon komisch, dass das passiert und vor allem kann ich ja so nicht arbeiten, nicht? Dip, 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 dip. Okay, der Förderserver hat mich gerade ein bisschen Nerven gekostet, aber auch nur, weil ich halt eben zu doof war zu sehen, dass da oben ein Stromschluss war. 5 Watt ist schon ordentlich, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber sie brauchen ja nur ein bisschen Stahl für eine Batterie. Nur ein bisschen. Station, jetzt wird ausgeführt. Fährt gerade noch hoch, Sekunde. Folge wieder ein bisschen länger, als wie es sein sollte, aber was willst du machen? Es muss ja fertig werden, nicht? Rocket Station X reagiert nicht. Jetzt. Recipes. Load Safe, Schofte. Load safe. So, die Erze sind noch immer weg. Split one. Hä? Wieso verschwindet jetzt mein Erz, wenn ich es in die Hand nehme? Warum verschwindet das Erz? Okay. Sag nicht, die Sonneneinstrahlung macht das, weil ich in der Sonne stehe. Ist denn ernst? Okay. Die Erze verschwinden bei Sonneneinstrahlung. Na, das ist ja mal eine geile Sache. Okay. Okay. Ich meine, klar, warum auch nicht, ne? Ist ja überhaupt nicht nervig. Und natürlich habe ich wieder in die falsche Ecke genommen. Voltip 1.
Und es ist ein bisschen merkwürdig, dass das Erz verschwindet, wenn ich am Dings stehe, wenn ich in der Sonne stehe, aber an der Mondoberfläche bleibt es einfach da, nicht? Das ist nicht besonders intuitiv. Okay. So, da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Versuchen wir es jetzt nochmal, oder? Mit die Scheiße hier. Also. Volatiles. Oh. Wo wirft denn da die Scheiße? Hä? Daran kannst du es aber nicht mehr liegen. Okay. So, Status, Temperatur und Kelvin. Er zieht jetzt Strom weg. So, wenn ich jetzt da Eisen reinpacke, sagen wir. Sagen wir 1, 2, 3. Und dann die Kohle noch. Eins. So. Macht er da jetzt was? Druck erhöht sich. Eisenerz ist drinne. Nee, Druck fällt langsam. Passiert aber nichts. Wir verlieren hier Strom. Hallo? Hä? Was ist denn? Ich mache das Tutorial nochmal neu für den Furnace, glaube ich. Ich bin gerade irgendwie mich gerade zu doof für das Gerät. Ich weiß gerade nicht, was der will. Es ist Eisen jetzt drinne, aber die Temperatur steigt nicht. Strom hat er. Das kommt hier aus der Batterie gerade. Das ist gerade nicht original. Das scheint auch nur ein Dataport. Ist das nur ein Dataport oder was? Nee, was hat der angekündigt? Keine Ahnung. Egal. Die Folge ist wieder viel zu lang. Ich muss mir angucken, was hier los ist, warum das mit dem Furnace nicht geht und was da wieder doof ist. Irgendwas ist jetzt hier bekloppt bei dem Ding, aber das Ding hat gar keinen Stromanschluss. Ja, das war wieder mal eine sehr erfolgreiche Folge heute, oder? Also so richtig. So richtig zum in die Tonne hauen. Egal. Wie üblich, wenn es Video gefallen hat, ne, subscriben, ansonsten links rechts Videos klicken, gibt's mehr von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.